Ein Spitzenspiel stand am 20. Mai in der Inge-Schanding-Halle Weißenfels West auf dem Plan. Die Spitzen des Fördervereins des Weißenfelser Handballvereins hatten die Spitzen des Fanclubs des DHFK Leipzig zu Gast. Letztere wurden gecoacht vom Spitzenspieler Tobias Rivesieux. Doch diesmal ging es nicht um Punkte in einer Tabelle. Also wir haben vorher Jahr schon so ein Benefitspiel gemacht. Und dieses Jahr zum Saisonabschluss haben wir gedacht, machen wir dasselbe nochmal. Und außerdem gehöre ich ja zum Fanclub. Und was können wir Schöneres haben zum Abschluss? Wie ist denn das für ein DHFK, gegen so eine Mannschaft zu spielen? Naja, es hat heute Spaß gemacht, finde ich. Die haben ja gut gekämpft, ein bisschen Verletzungen bekommen leider für unsere Mannschaft, aber hat Spaß gemacht. Macht ihr das öfter oder ist das jetzt nur einmal im Jahr so eine Benefizspiele? Jetzt nicht nur mit dem WAV, sondern auch mit anderen Mannschaften? Ja, nee, wir machen das nicht so oft. Vielleicht ein bisschen wenig eigentlich. Also seit ich hier nach Leipzig gekommen bin, ist das erste Mal, glaube ich. Ja, ich bin normal auch nicht ein Coach wie heute, aber ja, es war Spaß. Die Leipziger ließen zwar im Vorfeld verlauten, dieses Jahr nicht als zweiter Sieger vom Parkett zu gehen, allerdings taten sie sich schwer, dieses Ziel zu erreichen, obwohl sie einen der jüngsten Spieler auf dem Platz hatten. Die aktive Zeit des Torwarts liegt allerdings schon ein paar Tage zurück. Wie war es denn heute für den Torwart? Wie soll es gewesen sein? Wir haben viel zu viele Bälle vorne weggeschmissen, sinnlos. Ja, wie gesagt, wir sind nur Amateure alles. Wir trainieren noch nicht, wir sind jetzt wirklich voll zusammengewürfelter Haufen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, mal ein bisschen eine Mannschaft zusammenzustellen und doch vor sowas mal ein bisschen zu trainieren. Hat denn der Torwart früher auf Handball gespielt? Ja, ich ja, habe früher auch im Tor gestanden, nicht bei der DHFK. Das war früher der SG Olympia, 1896. Und uns gibt es nicht mehr. Wir waren damals bloß noch gerade so 7 Mann und da haben wir gesagt, das ist Schluss. Und wer hat dann wieder angefangen? Ich habe die Tochter betreut und alles die ganze Zeit. Hat er vorneweg nicht gemacht und durch die Tochter bin ich dann wieder zum Handball gekommen. Und habe dann auch so 10, 12 Jahre nochmal im Tor gestanden. Und jetzt macht es aber nochmal Spaß, weil es um nichts geht. Was hier sowieso auch, aber ich fange nicht noch einmal an. Ich habe mein wohlverdientes Rentenalter und das tue ich mir dann jetzt nicht noch einmal an. Also Spaß jetzt, ja, gerne. Und macht ja auch immer Spaß. Der Einzige, der jetzt spielt, bei uns auch aktiv bei der LVB, das ist der Kleine hier, der Heimdall, der ist aktiv bei der LVB jetzt. Die Leipziger hatten also den jüngsten Spieler, dafür hatten sich die Weißenfelser durch Handballfrauen verstärkt. Wer weiß, vielleicht war das der Grund für den Tore-Vorsprung. Die Tage des Hochleistungssports liegen aber auch bei den Saalestädtern schon länger zurück. Ich war fast 30 Jahre Fußballer und bin dann zum Handball gekommen durch meine Frau. Naja, und dann mache ich immer solche Spiele, mache ich mit Elternturniere, aber ansonsten, ja, Schiedsrichter, man wird ja nicht jünger. Und außerdem habe ich genug Termine beim DHFK, bei Spielen, auswärts zu Hause, immer am Ball. Was die Fitness betrifft, waren beide Mannschaften weitestgehend ausgeglichen. Das Regelwerk wurde ebenfalls etwas modifiziert. Es gab keine zwei Halbzeiten, sondern drei Drittel von jeweils 15 Minuten. Ein Seitenwechsel nach jeder Spielzeit muss wohl auch nicht zwingend sein. Das Ziel war, Spenden einzuspielen. Oberbürgermeister Risch ließ sich vertreten, sicherte aber 150 Euro und zwei Kästen Bier zu. Bundestagsabgeordneter Dieter Stier hatte zugesagt, 100 Euro zu überweisen. Die Sparkasse überreichte 500 Euro. Steffen, jetzt die Frage an dich, was wird denn mit dem Geld passieren, was heute eingenommen wurde? WAV Nachwuchs, wir haben viele Kosten und dafür wird das hier genutzt. Für Sportgeräte, Auswärtsfahrten, Schiedsrichterkosten, was so anfällt. Auch wenn diesmal die Weißenfelser den Leipzigern mit dem Endstand von 25:18 zeigten, wo der Ball hingehört, Verlierer gab es bei diesem Spiel natürlich keine.